So, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ihr seht schon, das ist Secret of Mana, das Spiel für Super Nintendo. Und jeder weiß, was am lustigsten bei Secret of Mana ist, nämlich der Koop. Und deswegen spiele ich es nicht alleine, sondern ich habe den Emi-LP hier. Moin, Leute! Und wir werden jetzt Secret of Mana spielen, richtig? Genau. Wir brauchen... Müssen wir das vorlesen? Nein, das kommt nämlich gleich eigentlich noch einmal. Genau. Meines Wissens nach, ne? Ja, ich glaube, das kommt gleich noch einmal. Genau, müsste. Dann starten wir mal, würde ich sagen. Genau. Zur kleinen Information. Emi wird der Junge sein. Und ich werde dann einer der anderen Charaktere sein. Daher bin ich in dem ersten Part so ein wenig nur die geile Hintergrundstimme. Genau. Und der Wegleiter natürlich. Genau. Ja, wer Secret of Mana nicht kennt, sollte sich erstens natürlich schämen. Und zweitens, wie würdest du es beschreiben? Obwohl, jetzt kommt der Text, den darfst du gerne vorlesen. Lange Zeit wurde... Okay. Der ist wirklich schnell, lass uns einfach. Ja. Oder du liest das erste, ich liest das zweite. Okay. Jetzt kriegen wir das. So geht das. So geht das. Ich dachte, du bist schaden. Nein, ja, okay, dann liest du den letzten Satz immer, sobald da was steht. Weil dann ist es wahrscheinlich dann, wenn ich nicht mehr hinterher... Okay, ein grausamer Krieg folgte. Mana drohte für immer zu verschwinden. Okay, der war kurz, den mache ich alleine. Ja. Der letzte Minute... Ja. Ihr seht, was dort steht und ihr seht, dass es extrem schnell weggeht. Ja. Kleine Zusammenfassung. Damals gab es einen großen Mana-Krieg, an dem alles Mana schon fast versiegte. Und dann ist die Welt halt fast untergegangen. Genau. Theoretisch. Also wie in jedem Rollenspiel aus der damaligen Zeit. Genau. Hey Jungs, wartet auf mich. Oh, ich will den Fetten sprechen. Ist das der Fette? Ja. Sei still! Wenn der Dorfälteste uns hier entdeckt, wird er böse. Wer will der sein? Ich? Ja, mach du okay, mal. Okay, ich bin deine Freundin. Vielleicht sollten wir besser woanders spielen. Es soll hier spuken. Oh, du glaubst doch noch alles. Die Erwachsenen wollen uns doch nur Angst machen. Meine Oma hat etwas von einem glänzenden Gegenstand am Wasserfall erzählt. Vielleicht ist das ein Schatz. Kommt, den müssen wir finden. Hilfe, ich falle. Bye bye. Putsch. Ah, grinst nur doof von Horn ab. Ja. Klatscht, sauer. Wir denken halt, du bist tot. Aua, mein Kopf. Und nun? Wie soll ich jetzt wieder nach oben kommen? Alles klar, oh Gott. Na, muss ich noch an die Steuerung gewöhnen? Nee, ich kann diesmal mit dem Stick. Das ist besser. Ah, perfekt. Ja, gut. Wir wurden ja vom Intro unterbrochen. Jetzt haben wir also ein bisschen Zeit, bis das nächste... oder auch nicht. Nanu. Bis, ja gut, machen wir erstmal das Intro so ein bisschen. Warten wir erstmal ein bisschen noch. Ja. Wichtig ist nur, dass es für Super Nintendo rausgekommen ist, ein RPG ist und von Squaresoft gemacht wurde. Ja, gestern auch die Macher von Final Fantasy, ne? Richtig, und von all den coolen RPGs aus dieser Zeit und dieser Zeit natürlich. Richtig, so. Das Dorf ist im Osten. Ich brauche etwas, um die Büsche zu zerhacken? Umzerhacken. Oder so. Das ist auch Videospiellogik, ne? Ich will einfach durch die Büsche durchgehen. Ja. Pack das Schwert, geh doch. Zieh mich heraus. Wer spricht denn da? Und was macht dieses Schwert hier? Und warum liegt hier Stroh? Warum ist eine Maske auf? Komm, lass mir doch ein. Alter, dieses Licht. Ein Gespenst. Ömi, ich bin's doch nur. Ein Schwert. Ein sprechendes Schwert? Ding dong, ding dong, ding dong.
Ich seh gerade mein Monitor ist dreckig. Dreieckig? Nicht dreieckig. Ah, dreckig. Ja, okay. Dreckig. Ich muss ins Dorf zurück. So. Hey, ein Schwert. Yay, ich hab's. Ja, gut. Hier lang. Aber schon viel besser als mit der anderen Kontrolle, die ich hatte. Ah, okay, dann ist ja gut. Auf jeden Fall. Hey, was macht denn das Pokopuschel hier in dieser Gegend? Den mache ich fertig. Komm rein! Gewalt ist keine Lösung! Keine auch was nicht. Was impliziert dieses Spiel denn hier? Das soll für Kinder sein? Zerstörung natürlich! Ah, oh, die Musik ist geil. Ja, wir hatten das Spiel kurz mal getestet, um zu gucken, ob es funktioniert. Das ist aber schon auch wieder ewig her. Wir hatten das schon etwas eine Weile geplant. Das ist nichts, was wir spontan jetzt entschieden haben. Richtig. Wir wollten das schon die ganze Zeit spielen. Ja. Aber es hat noch nicht so ganz geklappt. Meistens hatte ich keine Zeit. Oder war nicht erreichbar. Aber jetzt ist ja endlich passiert. Ja. Und eventuell ganz kurz zur Reihenfolge. Weil, ne? Wir werden das abwechselnd hochladen. Das heißt, ihr werdet nicht jede Folge hier auf meinem Kanal sehen, sondern ab der zweiten Folge läuft das Ganze dann bei Uimi und die dritte Folge kommt dann wieder bei mir und so weiter und so fort. Ich denke, zu zweit ist das noch relativ überschaubar. Wenn wir das jetzt zu viert machen würden, wäre es relativ schwierig. Dann kommt es da und dann da und dann da, aber so ist es quasi immer abwechselnd. Heißt, ihr könnt dann immer quasi sehen, ich bin die ungerade Zahl, für gewöhnlich zumindest. Und Uimi ist dann die gerade Paarzahl. Genau. Nicht, dass ihr euch wundert, warum dann nur 1 und 3 hier ist. Ja. Oder nur 2 und 4 bei Uimi. Und wo der Rest denn geblieben ist. Na komm her. Ja, du darfst ja wohl nicht von solchen luschigen Pogo-Puscheln fertig gemacht werden. Das wäre dann schon der erste Fail. Oh, eine Truhe. Hat das vergessen, dass so die, sag ich mal, die Grafik allgemein von damals zu heute eher ungewohnt ist. Ja, das stimmt. Vor allem auch, weil man es halt jetzt auf so einem großen Fernseher auch spielt, ne? Ich meine, damals hat man es dann auf dem... Ja, obwohl Monitor... Ja, wo viele haben jetzt auch schon größere Monitore, ne? Ja. Damals war das Ganze ja noch leicht verwaschen, alles hat man das noch nicht ganz so gesehen, wie pixelig manche Sachen waren. Boah. Oder man hat es nicht mitbekommen. Genau. Zur heutigen Zeit. Und man war es natürlich auch. Nicht gewohnt. Ja. Aber muss schon sagen, das Kampfsystem finde ich eigentlich relativ cool. Obwohl ich mir eins wie Zelda gewünscht hätte. Ich meine, es ist so wie Zelda, theoretisch. Also es ist, die Gegner laufen wirklich rum und sowas, aber es ist... Dann doch, dieses Aufladen, ne? Da muss man sich echt dran gewöhnen. Am Anfang, glaube ich. Was ich aber cool finde, dass es mehrere Waffen gibt, ne? Ja. Na, wo ist denn? Hallo? Da. Da bist du sogar ausgewichen. Wie elegant. Hast du auch gleich Level 2 für erhalten. Erst? Da wollte er dich fertig machen. Nicht vor allem, wenn die geschlagen werden, sehen die so aus, als wenn die sich freuen würden. Ja. Jetzt so, ich kann gar nicht hinsehen. Die steht drauf, ey, diese Schweine. Ja, müsstest aber auch gleich da sein, wa? Oh ja, da ist es schon. Da ist eine fette Oma, die von hinten aussieht, als wenn sie vorne Brüste hätte. Komm her, da! Wir quatschen! Hast du gesehen, Uimi? Etwas Leuchtendes am Himmel über dem Wasserfall! Das war, ich glaube, ich selbst, egal. Ich spüre, dass bald etwas Schreckliches geschehen wird. So wie deine Titten am Rücken. Oh, Alter, Sorgo rechts, ne? Ja, Alter, ja, irgendwo da. Hey, ich will hoch. Du darfst der Opa sein, ich bin ja schon die anderen beiden. Oh, willst du? Uimi, Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich hatte solche Angst. Ich dachte, wir sehen dich nie wieder. Es wäre besser gewesen, wir hätten diesen Trottel gar nicht mitgenommen. Ihr Toten! Es wäre besser gewesen, ihr hättet dort nie gespielt. Nanu, Uimi, was hast du da in der Hand? Oh nein, das ist... Cool! Nee, warte, doch. Cool! Hast du etwa den Schatz gefunden?
auf, lass uns kämpfen! Was hast du getan? Du hast das Mannaschwert aus dem Stein gezogen. Das ist unglaublich. Das Mannaschwert? Dann ist unser Dorf erledigt. So erzählt es die Legende, wir sind alle verloren. In Stein steckend war das Mannaschwert unser Schutz vor der dunklen Mächten. Deshalb sind plötzlich all diese Monster hier erschienen. Aber wie konnte ein Versager wie er das Ding aus dem Stein ziehen? Ha? Kick, links, rechts, kick! Hey, hör auf damit! Du bist an allem schuld. Alles wegen dir. Ich mach dich so fertig, ey, wenn ich hinterherkommen würde, weil ich so dick bin. Du Vollidiot! Ich hab meinen Text vergessen. Erdbeben. Nur weil der Fette sich so bewegt hat. Ja, genau. Wobei das so schwer ist. Hilfe! Ein Monster! Tu doch was! Du hast ein Schwert! Los! Hey Junge! Hörst du mich? Beobachte das Monster und greif es dann an! Nicht schon wieder, ey. In der Testaufnahme hatte ich wieder sehr große Probleme. Ja. Obwohl, es ist auch, glaube ich, gemacht, dass man da wirklich stirbt, weil ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der es einfach so geschafft hat. Weil das ist ja auch fies, schon, ne? Schon wie ein Juwelregen. Ja. Der kann dich von überall einfach fertig machen. Genau. So, fast bist du schon wieder tot. Yay! Leben kriegst du mich nicht, du Schwein. Er kann dich von überall treffen. Verdammt! Hey Junge, ich habe eine Idee. Halte das Schwert vor dich und warte, bis es 100% der Schlagkraft erreicht hat. Du bist bewusstlos übrigens. War ich. Ich war bewusstlos. Jetzt bin ich bewusstlos. Das sieht aber sehr friedlich aus, wenn er bewusstlos ist, finde ich. Ja. Oh, du hast ihn getroffen, während du bewusstlos warst. Das ist ja auch... Oh. Ömi ist bewusstlos. Nee. Würde das jetzt so ein Fußballkommentator sagen. Säureatem. Oder Pokémon Stadium, der Moderator. Und das schlägt da ihn in den Bauch und er tanzt rum. Juwelenregen, Level 0. Klingt super stark. Yay. Nein. Das ist aber... Du bist richtig fertig gemacht da. Ich muss sagen, es läuft jetzt einfacher als bei der Testaufnahme. Ja, tatsächlich. Es ging auf jeden Fall viel. Du wurdest nicht ganz so oft bewusstlos. Das liegt auch den neuen Controller, schätze ich mal. Oh, Blut. Yay, Pixelblut. Man sieht meinen Arsch. Unten rechts. Ja, was machst du da? Ja, das willst du wohl gerne wissen. Ich guck aber nach, warte mal. Du hast ihn besiegt! Wahnsinn! Warte, ich zieh dich nach oben! Was machst du da, ey? Vielleicht liegt da Stroh. Ja, das kann sein. Ah. Hm, es scheint, dies ist das echte Mana-Schwert. Aha, und weiter? Es heißt, in Zeiten der Not käme ein Ritter, um das Schwert herauszuziehen. Du bist jedoch viel zu jung. Irgendetwas muss mit dem Schwert geschehen sein. Hier, nehmen Sie es. Das geht nicht. Das Schwert ist kraftlos und muss aufgeladen werden. Nur du kannst dies tun. Du hast es herausgezogen. Und wie geht das? Besuche Aquaria im Wasserpalast. Sie beschützt dieses Land seit 200 Jahren. Sie kann dir weiterhelfen. Die ist aber alt. Ja, ne? Wer zieht freiwillig so ein Hut an? Ömi, der Dorfälteste will mit dir sprechen. Gut, ich muss dann auch weiter. Übrigens, ich heiße Victor. Falls es dich interessiert. Ich warte auf dich vor dem Wasserpalast. Hey, und schön, ne? Achtung, das ist ein Loch. Opi, ich komme. Ältester, Ömi muss hier weg. Genau, und zwar sofort.
Oh, Ömi. Warum nur? Warum hast du dieses Schwert genommen? Wir werden alle untergehen. Du hast diese Welt auf dem Gewissen. Nur du alleine. Also gut. Wer ist dafür, dass Ömi geht? Alle die Hand heben. Dürfler. Ja. Mach du mal. Okay, wer ist das überhaupt? Alle, ganz, wahrscheinlich. Ganz ich glaube, das sind alle. Also von daher ist es eigentlich egal. Falls er im Dorf bliebe, würden noch mehr Monster auftauchen. Hau ab! Bist du endlich weg? Nein, warum nicht? Ich will das hier nicht tun, aber ich muss. Ich muss dich bitten, das Dorf sofort zu verlassen. Nimm mit, was du in der Truhe unten findest. Aber. Wie gemein. Aber die Musik ist toll. Schönes Bild hast du hier. Egal. Hey. Hallo. Du gehst. Bis später. Hau rein. Bitte boom. Yay. Hm. Aber geh aus dem Weg. So. Na, Opi. Ich habe dich als Kind zu mir genommen und aufgezogen. Leider kann ich jetzt nichts mehr für dich tun. Vergib mir. Ich hab's ja schon einmal erzählt, aber deine Mutter brachte dich als Baby in dieses Dorf, mein Junge. Doch schon bald darauf verschwand sie spurlos. Ich nahm dich auf und liebte dich wie ein Sohn. Doch nun trennen wir uns. Hoffentlich wirst du deine Mutter eines Tages finden. Leb wohl. Der guckt auch so traurig, ne? Ja, aber trotzdem schmeißt er dich aus sein Dorf. Arsch, ey. Ich hab keine Sympathie für den. Ich auch nicht. Ich hab alles. Ja. Jo. Das sind alles Ärsche. Du bist aus dem Quelldorf verbannt worden. Hau endlich ab. Wie nett. Das, wie gesagt, ich habe keine Sympathie für die. Wie der das so schön stockend gesagt hat. Und da sehen wir den Pogo-Pusche. Mach den mal fertig. Oh, ja. Die zweite Waffe müsste ich eigentlich gleich bekommen. Was sagt ihr denn? Habt ihr Sympathie für die Leute aus dem Quelldorf? Denn ich denke, das wäre es auch schon fast wieder gewesen für den Part jetzt. Du kannst hier noch den einen oder anderen Pogo-Puschel töten und ich kann dir gleich sagen, dass wir oben landen müssen und du schon wieder falsch läufst. Ich will nur zur Pflanze links. Das ist unsere Lieblingspflanze, oder? Nee, da müssen wir aber noch nicht hin. Wir müssen erst... Doch, so war's. Ja, du könntest quasi da hingehen, aber wir müssen ja nicht wieder da unten hin. Wir müssen ja mit dieser Kanone fliegen. Bis zu der Aquaria. So. Wie hat's euch gefallen? Schreibt's in die Kommentare. Vergiss nicht, der nächste Part kommt bei Ömi. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie oft das kommt, aber wir gehen mal von täglich aus, ab jetzt, wobald das Video oben ist. Von daher, checkt einfach mal morgen aus. Oder jetzt schon, eventuell seht ihr das Ganze erst eine Woche später, wer weiß. Einfach mal bei Ömi, alles in der Beschreibung und links bei mir am Kanal oder rechts eher. Und ja, gebt dem Part einen Daumen nach oben. Und was möchtest du noch sagen? Jo, viel Spaß beim Zuschauen, würde ich mal sagen, ne? Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.